zum Ball. Mache ich Schwanzvergleich, eben kriegt Sally und gewinnen. Nein, das ist das letzte Battle, Hurensohn. Wenn ich die treffe, gibt's ein Penis in die Fresse. Du hast Glück, dass das kein Video-Battle ist. Denn der Kevin nehmen ziemlich peinliche Fotos von dir geschickt. Du, yeah. Luke, du bist die Zähne. Was hast du schon erlebt? Du bist nicht dick im Geschäft, seit den Tracks hast du gerappt. Du bist nur dick im Geschäft, wenn deine Kleiderladen geht. Doch jede Punchline ist sinnlos, weil du sie nicht verstehst. Sandro, was erwartest du von diesem Battle? Wenn du durch einen komischen Zufall wirst gewillen, bleibst du nur ein übergewichtiges King. Merkst, Rap ist kein Vergnügen, du hast noch nie ein Bier getrunken. Doch redest von unten aus, hättest du es erfunden. Und überall auf deiner Facebook-Seite bittest du um Likes. Doch bitte, wer lässt schon so einen kindischen Scheiß? So behinderte Lines wie du bist Rappi da, wegen deiner Stimme hab ich zuerst gemeint. Du bist echt eine Frau. Hallo Sandro, wie geht's dir so? Sag, wieso hat jetzt mal mit dem Mikrofon noch nicht weggenommen? Vielleicht kannst du ja eine Klasse überspringen. Dann wärst du ein Sipp. Hallo Sandro, wie geht's dir so? Sag, wieso hat jetzt mal mit dem Mikrofon noch nicht weggenommen? Vielleicht kannst du ja eine Klasse überspringen. Dann wärst du ein Sipp. Ich bin ein Rapper ins Arschloch, du kannst jetzt sagen, ich sei schwul. Doch wenn ich deine Mutter picken, hab die Fresse und geh Schuhe. In der Schule machst du fett, doch musst du machen dein Bett. Denn deine Mutter, die nicht tanzen, siehst, wie ich sie in Stuben ficken. Yeah. Und du kommst von Langenthal, du bist sicher voll im Biss. Und der King auf der Straße, ich könnte auch machen, besuchen. So wie bei Jugoslawien, wenn wir gehen, hört er zwar mit Senfverboten auf. Sammel und lach, der Runde sagen, oh, ich sei pädophil, weil ich dir 13-jährigen Sandra gefickt hab. Ich weiss genau, du willst in deiner Runde nichts recht bringen. Nach dem Battle wird man die Kadaver nicht mehr finden. Und ich werde hier mit Wörtern um mich, die du noch gar nie hast gehört. Yeah. Aber keine Angst, Mann. Das lässt dich auch noch schon. Ganz sicher. Yo. Hallo Sandro, wie geht's dir so? Sag, wieso hat jetzt mal mit dem Mikrofon noch nicht weggenommen? Vielleicht kannst du ja eine Klasse überspringen. Dann wärst du ein Sipp. Hallo Sandro, wie geht's dir so? Sag, wieso hat jetzt mal mit dem Mikrofon noch nicht weggenommen? Vielleicht kommst du dir auch mal zu ficken. Denn das erste Mal ist ganz etwas Besonderes.